Now or never, genau das hat sich der Star-Coiffeur Martin Dürrematt gedacht, als er sich vor 5 Jahren an der Weltmeisterschaft für Coiffeur und Coiffeuse angemeldet hat. Mittlerweile hat er jetzt 8 Preise eingeheimst. Das ist jetzt gerade der neueste. Martin, wie geht es dir jetzt dabei? Es ist wirklich ein unbeschreibliches Gefühl. Ich kann eigentlich tatsächlich nicht mehr an der Weltmeisterschaft mitmachen. Das heisst, schon aktiv dabei sein, aber eigentlich auf der Seite der Jury. Ich habe tatsächlich letztes Jahr die Ausbildung gemacht als Juror und habe dann Erfolg gehabt, ja, jetzt an der Weltmeisterschaft zu jurieren. Mein Trainer hat mich aber wieder ganz spontan angefragt und gesagt, hey, wir brauchen unbedingt jemanden, der unser Team stark macht oder noch stärker macht. Und dann ja, bin ich an die Weltmeisterschaft gegangen, habe ein paar Wochen Zeit gehabt, um mich vorzubereiten und jetzt tatsächlich nochmal 3 Goldmedaillen gewonnen plus Achievement Award und ein Color Award. Das ist wirklich so ein unbeschreibliches Gefühl. Ist denn dein Gefühl immer noch so unbeschreiblich wie beim ersten Mal, wo du gewonnen hast? Oder hast du jetzt beim 8. Preis jetzt das Gefühl gehabt, ach, es ist halt wieder einfach ein Preis? Es wird tatsächlich von der Energie her wird's immer wie intensiver. Also das erste Mal, als ich an die Weltmeisterschaft gegangen bin, ist es viel entspannter alles gewesen, weil es ist mir gar nicht so bewusst gewesen, dass ich wirklich Weltmeister werden kann. Und natürlich, umso mehr ich mitgemacht habe, umso mehr ich gewonnen habe, umso intensiver ist die Energie geworden und die Anspannung. Und natürlich immer umso schöner, auch wenn ich dann wirklich etwas gewonnen habe. Ich bin wirklich bei den Rangverkündigungen bin ich immer viel, viel nervöser als tatsächlich beim Wettbewerb selber, weil ich halt einfach Angst habe, hinterziehen oder keine Goldmedaille mehr zu gewinnen. Von dem her ist es wirklich ein super, super schönes Gefühl und wahnsinnig viele Emotionen stecken da dahinter. Wie sind denn die Emotionen so während dem Haar färben und schneiden von dieser Puppe? Also wie muss man sich das ganz genau vorstellen an so einer Weltmeisterschaft? Sind da hunderte von Menschen von verschiedenen Ländern einfach in einem Raum und sind völlig nervös oder wie genau läuft das ab? Also sind insgesamt sind es über 50 Länder, über 1000 Teilnehmer, natürlich auf Kategorien aufteilt. Denen tue ich meinen Kopf vorbereiten mit der Farbe. Daheim tue ich alles färben und dann gehe ich eigentlich auf die Bühne und tue wirklich in 30 Minuten tue ich meinen Trendcut machen. Wir sind in meiner Kategorie sind wir 54 Teilnehmer gewesen und dann ist es, Achtung, fertig los, ist losgegangen. Ich habe in 30 Minuten den Haarschnitt gemacht und ja, halt einfach voll Gas gegeben. Ich musste voll präsent sein und durch das wirklich hartes Training hinter mir gehabt. Welcher Moment, wenn du jetzt zurückdenkst an den Bühnenmoment, ist dir noch am meisten in Erinnerung geblieben? Wann bist du nervös geworden oder wann hast du gewusst, okay, ich werde die Medaille gewinnen? Der schlimmste Moment oder einer der schlimmeren Momente ist für mich eigentlich immer wirklich gerade so kurz vorher. Wir sind zuerst in einem Vorbereitungsraum, wir haben noch mentales Training, mentales Coaching. Nachher gehen wir dann langsam führen zu der Bühne, wir warten auf die Startnummer und dort, die Zeit ist immer so unglaublich crazy, weil es wimmeln 1000 Leute um dich herum, noch Trainer und Kandidaten und Jury und keine Ahnung, einfach 1000 Leute und dieser Moment macht mich immer recht nervös. Vorher kann ich mich recht gut bei mir bleiben. Auch dann nachher, wenn ich wirklich auf die Bühne gehen kann, gehe ich nochmal alles durch, die Haarschnitte wirklich so schön Step by Step, dass ich wirklich voll parat bin. Und dann klappt es eigentlich wunderbar und ich kann wirklich auf den Punkt dann abliefern. Hast denn du jetzt so die Frisur, den Cut und vor allem auch die Farbe dürfen entscheiden oder aussuchen? Oder ist das irgendjemand dahinter, der dir sagt, was du zu machen und zu tun hast? Ich habe natürlich einen Trainer. Ohne Trainer würde gar nicht laufen. Der Trainer ist eigentlich zuständig, um am Wettbewerb zu schauen, was ist Trend, was kommt, in welche Richtung geht es, in welche Richtung entwickelt sich etwas. Er schaut, wie andere Nationen arbeiten. Und er tut mir dann wirklich trainieren auf die Frisur. Also schlussendlich, er bestimmt eigentlich, was ich mache und ich tue es nur noch ausführen. Natürlich ist das ein bisschen Zusammenspiel, nur mit den anderen Teammitgliedern. Und so entsteht dann eigentlich das Kunstwerk, das wir auf der Bühne präsentieren. Wie viele Nationen, du hast vorhin gesagt, 50. Kannst du uns mal einen Detail oder besser gesagt einfach kurz einen Überblick geben, welche Nation die beste ist? Kann man sagen, dass wir Schweizer eigentlich recht weit vorne sind beim Coiffeur und besser gesagt beim Haarschneiden? Wir sind im Haarschneiden wirklich immer super parat, super präsent, super gut. Unser grösster Konkurrent ist tatsächlich Kanada. Die haben immer wahnsinnig gute Ideen auch und sie sind vom Alter her sind eher ein bisschen älter. Dementsprechend haben sie auch ganz viel Erfahrung. Wir von der Schweiz sind eher ein junges Team und dementsprechend weniger Erfahrung. Und natürlich, wenn man dann gegen Kanada gewinnen kann, ist das unglaublich cool. Weil man weiss, okay, ich kann gegen 40-Jährige oder 50-Jährige gewinnen, die schon viel mehr Erfahrung haben. Und das ist echt ein tolles Gefühl.
Ist die Coiffeur denn so ein bisschen deine Leidenschaft oder besser gesagt einfach das, was du schon immer hast werden wollen? Es ist lustig. Es gibt tatsächlich ein Video, da bin ich knapp 3-jährig und da habe ich meine Mutter schon frisiert mit so einem Plastikkamm und einer Plastikschere. Also ich glaube, es ist mir tatsächlich in die Wiege gelegt worden, dass ich Coiffeur werde. Und darum ist auch alles sehr, sehr schnell gegangen. Ich bin mit 16 bin ich in die Lehre gekommen, habe dort schon angefangen mit Lehrlingsfrisieren, mit Wettbewerb, habe dort meinen ersten Wettbewerb gerade gewonnen. Und dann ist es halt weitergegangen an die Schweizer Meisterschaft, an die Europameisterschaft, an die Weltmeisterschaft. Und irgendwie die Erfolgswelle ist stetig weitergegangen und aufgegangen. Martin, kann man denn auch als normale Frau oder normaler Mann zu dir die Haare schneiden? Weil ich habe jetzt gerade gesehen, du hast kürzlich Alessandra Ambrosio frisiert und Irina Scheik letztes Jahr. Also kann man auch als Normalsterbliche zu dir kommen? Das ist natürlich immer ein bisschen fies. Mich kann prinzipiell, nur ist meine Zeit sehr, sehr beschränkt. Ich bin wahnsinnig viel unterwegs, gebe viele Workshops, arbeite für Fernsehen, für Filme, für Shootings, natürlich viel für Celebrities, mache Hairshows. Und durch das ist halt natürlich viel für die Promis im TV arbeite, kommen die natürlich dann auch zu mir. Und das sind natürlich halt einfach einige. Und darum ist meine Zeit leider nicht mehr ganz so, ich habe leider nicht mehr ganz so viel Zeit für andere Frauen oder Herren. Hat aber nichts mit normal, prominent oder nicht prominent zu tun. Jetzt sind wir hier eigentlich in einer Bar. Du hast mir vorher gesagt, in einer Lieblingsbar, wo wir vorher das Interview abgemacht haben. Vor ein paar Wochen hast du gesagt, ja, du willst unbedingt hierher. Wieso nicht bei einem Coiffeur oder in einem Salon? Wieso genau hier? Ich fühle mich hier mega wohl. Ich bin hier wirklich im Aurora 3-4 Mal in der Woche. Ich gehe mega gerne essen. Essen ist mir sehr, sehr wichtig. Ich koche selber nicht. Ich kann nicht kochen. Und darum lasse ich mich sehr gerne verwöhnen. Und es ist wirklich eigentlich so mein Luxus, können go essen, auf die Ahne sitzen nach einem intensiven Tag und halt wirklich einfach gutes Essen dürfen essen. Danke vielmals fürs Interview und für alle die, was interessiert, wie das der Martin Dürrematt in Paris gemacht hat. Unten dran verlinken wir noch das Video von seiner Show.